Die folgende Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Es war eine grausame, epische Schlacht. Das Böse brach aus der Erde und zeigte seine entsetzliche Fratze. Es raubte das Lachen von den Gesichtern der Erdenbewohner. Wälder verbrannten, Quellen versiegten, Menschen wurden gemordet. Das Böse trachtete nach der unendlichen Kraft der Göttin. Endliche Kraft, heiliges Erbe der Götter, das alle Wünsche erfüllt. Gewaltige Kraft, die schon die Götter von den Urahn erbte. Um diese Kraft vor den Klauen des Bösen zu schützen, erhob die Göttin die Überlebenden von der Erde in den Himmel. Hoch ins Wolkenmeer, den Klauen des Bösen entzogen. Dann zog die Göttin mit ihrem verbliebenen Gefolge in die Schlacht und bannte das Böse schließlich. Der Frieden war wiederhergestellt. Diese Geschichte erzählt man sich unter euch Menschen. Unzählige Legenden ranken sich um sie. Nun aber öffnet sich das Tor zu einer neuen Legende. Deine Zeit ist gekommen. Ja, ich würde mal sagen, das stimmt nicht so ganz. Ich würde eher sagen, unsere Zeit ist gekommen. Und ja, hallo, herzlich willkommen zu meinem nicht ganz allerersten Let's Play. Denn ich hatte schon mal dieses Let's Play angefangen, aber mit einer dämlichen Quali. Also Bildquali scheiße, Tonquali scheiße. Diese Videos waren sozusagen wie aus der Mülltonne geholt. Ups, nein, das wollte ich jetzt nicht. Nein. Ach, scheiß Werbung. Ja, ich bin der Skylin LP. Also, der Chris. Keine Ahnung. Ja, und wir fangen das Spiel nochmal an. Eigentlich zum zweiten Mal. Ja, wir nennen es wieder Link. Link ist einfach cool. Ein Wald mit roten Bäumen. Ja, auf jeden Fall. Ich hatte schon mal das Video angefangen, das Let's Play angefangen. Ich kann auch verstehen, warum ich nicht so viele Likes so bekommen habe. Vielleicht nur ein Like von einem Abonnenten von mir. Aber das war es eigentlich auch schon. Kann ich eigentlich auch relativ sehr gut verstehen. Ne? Denn die Videos waren ja eigentlich ein bisschen vom Arsch. Also am Anfang fand ich die eigentlich nicht ganz so schlimm, aber irgendwann sag ich, das ist mir ne.
zu schlecht. Ich will eine bessere Quali haben. Und ja, ich nehme das hier alles mit dem Grabber auf. Ja, und das ist im Moment die beste Quali, die ich überhaupt noch kriegen kann. Und wer da noch meckert, den kann ich auch nicht weiterhelfen. Und guck mal, die Tonquali ist doch auch jetzt viel besser. Komm, ich benutze jetzt extra ein Mikro, auch wenn er nicht gerade der Beste ist. Sorry, der musste ja mal leise sein. Was war das? Ein Postbote oder was? Briefvogel oder Vogel? Ach, Vogel, Briefbringer? Ach, keine Ahnung. Guck mal, jetzt fange ich jetzt schon wieder an, irgendwelche Scheiße zu labern. Oder Sachen, die ich gar nicht verstehe, was ich selber ja, guck, ich laber wieder Scheiße. Egal. Guck mal, das sind wir! Und das ist dieses Ding, was wir vorhin noch gesehen haben. Sieht aus wie ein bisschen wie ein Fisch. Link, Zeit deine Augen zu öffnen. Bald, sehr bald schon wirst du einem großen Schicksal entgegentreten. Die Zeit des Erwachens. Link. Link. Ja, ich weiß, was ich so heiße. Ich weiß es. Wow. Hat mich irgendwie doch nicht erschrocken. Aua. Das muss wehgetan haben. Das muss wehgetan haben. Bestimmt. Oder vielleicht nur ein bisschen. Guck mal, da ist dieser eine Vogel gerade eben. Danke. Spuckt der mir erstmal ins Gesicht? Ich glaub's nicht. Spuckt der mir erstmal ins Gesicht? Was zum... Du Schafmütze. Ja, sicher liegst du doch in dem Fehler, wenn dich dieser Brief erreicht. So, genau so ist es doch, oder? Guten Morgen, Link. Heute ist die Vogelrettet-Zeremonie. Och, nee, nicht schon wieder. Unsere Verabredung. Erinnerst du dich? Zelda. So heißt das Spiel, glaube ich auch, ne? Ja. Jo, Zelda Skyward Sword nochmal erneut Let's Playen. Und zwar, als wir tun das einfach so, als wäre es mein allererstes Let's Play. Hallo, ich bin der Zelda IP und das hier ist mein allererstes Let's Play. Flash of Zelda Skyward Sword. Ja, und es ist sogar in einer coolen Quali. Nicht so wie dieser alte Skyward IP mit seiner schlechten, behinderten, dämlichen Bildquali und Tonquali, ne? Also, ne. Geht aber gar nicht, ne? Der ist ja sehr bei immer voll schlecht. Das ist jetzt besser. Ja? Morgen, Link! Na, bist du auch... bist du auch bereit für die Vorgerätte... Bist du bereit für die Zugummer? Ach, scheiße. Ja, bla bla bla. Warum quatsch ich den eigentlich an? Hä? Warum quatsch ich den eigentlich an? Warum, warum? Was bringt der mir eigentlich? Der bringt mir gar nichts. Gar nichts. Ja, wenn du also... wenn du einmal Fragen zu den Vögeln hast, dann ist Goku dein Mann. Yay! Aber ich bin nicht schwul. Das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, oder? Warte mal, wenn ich denen helfe, ne? Wisst ihr, was ich dann bekomme? Taschengeld! Taschengeld. Oh, Link, willst du mir etwa helfen? Ausnahmsweise mal ja gerne. Ja. Komm. Was? Nein! Achso, die Steuerung willst du mir wieder erklären. Nein, ich will die Steuerung nicht hören, ne? Weil du weißt ganz genau, dass ich die Steuerung in- und auswendig kenne. So, ich kenne selber in- und auswendig, so, und... Okay, außer was Herzteile sammeln angeht. Da bin ich ein totaler Lappen drin. Warum? Weil ich bei meinem alten Spielstand nur noch ein paar Herzteile brauche. Oh komm, Link, nein, noch nicht aufgeben.
Noch nicht aufgeben, du schaffst es. Du schaffst es! Du schaffst es! Nicht. Oh, doch. Oh, danke, Link. Das ist wirklich nett von dir. Eigentlich sollte das ja Gruß machen. Gruß, ja. Aber was soll's. Ja, du hast heute einen wichtigen Tag vor dir und hast mir trotzdem geholfen. Vielen Dank. Bitteschön. Ich glaube, ich habe das schon mal gesagt, bitteschön. Aber ich sage trotzdem nochmal bitteschön, weil bitteschön, nein, nicht mein Lieblingswort ist bitteschön. Bitteschön. Egal. Komm, Link, mach hier keinen auf Schlapp. Komm, schaffst du, genau wie den anderen auch. Das schaffst du. Du schaffst es nicht. Scheiß drauf, ich will jetzt Taschengeld. Taschengeld. Vielen Dank, Link. Du warst eine große Hilfe. Ja, ich gebe dir die Hälfte meines, meines Tageslohns. Ja, bla bla bla. Oder Taschengeld und Tageslohns. Ich hab's gerade nicht gelesen. Ja, ein bisschen schwierig ist das auch zu lesen hier, weil, wenn man mit Grabber aufnimmt, ne, und dann so ein kleiner Bildschirm hier, ne, also, ja, für euch ist es jetzt groß, ne, wenn ich es ins Internet gestellt habe und so, ne, auf YouTube und so, aber mit einem Grabber, da ist das Bild schon sehr, sehr klein. Und das ist dieser Wolkenhort. Steht auch bestimmt, glaube ich. Yo, Wolkenhort. Oder auf Englisch, glaube ich, irgendwie Skyloft. Glaube ich. Skyloft LP. Speichern. Ich will speichern. So. Los. Der Lehrer will mich wieder ansprechen. Hey Link, hier! Jo! Guten Morgen, Link! Bla bla bla. Ja, hast du nicht auch? Bla bla bla. Ja, ja. Komm, ich kenne die Steuerung. Oh, warte, ich muss mal eben das Mikro ein bisschen weiter von mir wegschieben. Ich glaube, ich bin ein bisschen zu nah. Ja, genau, durch Drücken von Z kannst du Leute anvisieren oder Ziele anvisieren. Ja. Aber auf diese Entfernung lässt es sich nicht gut reden. Also komm doch hier hoch, ja? Wenn du auf diese Holzkisten dort zusprintest, kannst du auf sie klettern. Oh mein Gott, ich will dir beibringen, wie man klettert, was ich irgendwie ein bisschen komisch finde. Jeder weiß doch, wie man auf irgendwelchen Kisten klettern kann. Und es ist praktisch, durch Drücken von A zu sprinten, oder? Ja, ist sehr praktisch. Aber warum erklärst du es mir, wenn ich doch ein ganz normaler Mensch bin? Okay, nein, Link ist kein normaler Mensch. Link, nein, scheiße. Link, aus. Böse. Böser Hund, aus. Link ist ein ganz komischer Mensch. Er ist, sagen wir mal, so einer, der bei jedem Spiel alles vergessen hat und ständig alles wieder erklären muss, ne? Den muss man alles ständig wieder erklären. Mir, das Haustier von Zeldas Vater Kipura, unserem Direktor, ist weggelaufen. Ach, was soll ich nur tun? Der Direktor und Zelda haben alle Hände voll zu tun mit der Vorbereitung der Zeremonie. Ich wollte Mia mit Futter anlocken, aber mit dieser... Ach, meine Güte, ich kann mal wieder nicht leben. Schon wieder. Aber die Zeremonie beginnt bald. Und in dieser Kleidung kann ich ihr nicht hinterherklettern. Wärst du so gut, Mia zu mir zu bringen? Gerne. Dann könntest du dir die Zeit nehmen, mir zu helfen. Kein Problemchen.
du müsstest hier bla bla bla. Ich weiß, wie man da hochklettert. Was Steuerung betrifft, ne? Also, ne, da lese ich nichts vor. Darauf könnt ihr euch lassen. Also, ich bin doch nicht so blöd hier. Okay. Und Leute. Hier mein erster Part hier und schon hier so was, ne? Ja, erst laber ich scheiße, dann springe ich irgendwo runter, wo ich gar nicht lang will, hin will. Egal. Komm. Nein, runter. So. Leute, ich würde sagen, ich beende heute den Part. Ich hoffe, der erste Part mit einer richtig toll besseren Quali hat euch gefallen. Und sonst, ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Part bei The Legend of Zelda Skyward Sword. Ciao!